fährst jetzt hier nochmal. Ah, so langsam schleichen sich ziemlich viele Fehler ein, merke ich. ...549 Tonnen Getreide. The fuck. So, jetzt schauen wir uns das mal an, wie schnell dieser Zug hier wirklich ist. Ich hätte sich jetzt noch schneller, noch mehr machen können. Glaub mir, der ist schnell. Ich glaube, ich muss hier gleich noch eine zweite Linie machen, ey, weil so viel Holz, wie die produzieren. Ich muss zugeben, ich habe mir den Zug ein bisschen schneller vorgestellt. Boah, jetzt bin ich mal gespannt, was der macht. Ich behalte den mal im Auge. So, jetzt muss ich mich um den anderen Scheiß hier noch kümmern, ne? So, ich habe gesagt, die Augsburg-Südstrecke. Da kann ich ja jetzt umwandeln, hier in aller Ruhe. Ja, man geht mit der Technik, ne? Mit der die Technologie entwickelt sich immer mehr. So, und damit passt das. Okay, dann kann ich jetzt hier in dem Depot, kann ich hier mein neues Fahrzeug machen. Das bedeutet, ich mach den hier und hier haben wir gesagt, mach mal Getreide, ne? Getreide nochmal. Getreide wartet hier nämlich einfach so mega viel. Das heißt, wir waren hier. So, was mache ich jetzt mit euch? Das nimmst du an. So. Und. Darüber und los geht's. Sehr gut. Du müsstest dich jetzt. Müsstest ja jetzt eigentlich auch sofort. Oh, wie weit ist man. Oh, ist schon bei Memmingen gleich, ja? Da geht was. So, du haust ja auch alles drauf, was geht. Ich kann jetzt mal meinen Kredit zurückbezahlen. Bremen wächst. Freunde der Sonne. Oha. So, wo ist München? 2895 Einwohner, willst du mich verarschen? Fuck yeah, da geht was. Hör, du fährst schon wieder zurück? Ah! Warum fährst denn du schon wieder zurück? Ich wollte doch gucken. Oh, okay, der ist doch ganz schön fix, ey. Ich wollte doch eigentlich gucken, was du einnimmst. Na, dann schauen wir wenigstens, was bei dir geht. Hilfe, wo bin ich? Da. Und? Ja, sehen wir hier nicht. Naja, wurscht. So, jetzt muss ich mich um die anderen Dinger hier noch kümmern. Ich will eigentlich mal gucken, was der Bodo so treibt. Das hier sieht mir... Bist du grün? Ich bin grün, ja. Ah ja, das ist also hier der Bodo. Ah ja, hier ist also Bremen. Ah ja, da, Flughafen und so. Genau bei meinem, ne? Ah, hier warten definitiv zu wenig Leute. Aber die Flugzeuge machen immer noch alle Gewinn. Von daher ist mir das eigentlich relativ wurscht. So, Wasser geht hier nichts vorwärts, aber die Busse machen was. Und jetzt muss ich mich auch um die anderen kümmern. Um meine anderen Rail Systems. So, was haben wir denn da jetzt? Also, als nächstes muss ich mich um den hier kümmern. Du belädst ja gerade, ne? Das bedeutet, ich muss dich nochmal einmal... Ich kann dich ja jetzt nicht ins Depot schicken und dann verkaufen, ne? Ai. Naja, klar, muss ich ja hier erst ändern. Was? 1000 Tonnen Getreide? Zur Hölle. Oh, doch, geil, das geht sogar. Dann ist das alles gar nicht mal so wild, weil dann habe ich nämlich hier eh schon alles fertig. Was wartet hier? Ach so, du bist es mit den 1000 Tonnen Getreide. Was? 1000 Tonnen Getreide? Das ist viel zu viel, Mann. Das ist abgefahren viel, ist das.
klingt wirklich sehr krank. Ja, dann Vollgas, komm, gib Gas. Nein, nicht, 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 nicht. Jetzt. So, dann kannst du dich nämlich hier schon mal voll machen. Ja, von der Länge passt's. Wie kann so ein scheiß Bus hier eigentlich transportieren? 40 Passagiere. Ah. Ich kann mit einem 300 Tonnen ungefähr aufnehmen. Also du musst schon ganz schön Gas geben, damit hier, damit sich das hier lohnt. So, wie sieht's mit München aus? München wächst. Ja, die ersten Hochhäuser stehen schon. Bremen wächst auch. Bremen wächst auch. Bremen wächst auch, ja. Nach einigen Startschwierigkeiten hat sich das Unternehmen Transbodo gemausert. Wir erreichen bald einen Firmenwert von 1 Million. Geil. Hart. Das ist natürlich nice. Hey, sogar Augsburg wächst 1200 und was hat Ingolstadt mittlerweile? Naja, da geht gar nichts vorwärts. Da geht gar nichts vorwärts. Ich könnte hier so, jetzt halt Moment, eine Strecke habe ich hier noch umzubauen, nämlich diese. Dann habe ich nämlich auch erstmal alle wieder in Ordnung gebracht. Dann kann ich jetzt den Zug ins Depot schicken. Und den Depot muss ich ja eigentlich dann löschen können. Ja. Optimalst, wenn ich das mal so sagen darf, dann ist alles gar nicht so wild gewesen. Jo, wir sind hier ein Bus angekommen, weil ich vergessen habe, eine Straße zu bauen. Ah, oh, Gott sei Dank warten in Landshut 1800 Vieh. Nicht schlecht. Gott sei Dank, ey. Das ist einfach nur mega viel. So, Viehtransporter. Alter Verwalter, das ist einfach mega viel. Aber die Strecke ist zum Glück nicht lang, da könnte jetzt schon ordentlich was zusammengehen, ne? Und los. So, das gucke ich mir gleich mal an, weil das ist echt eine kleine Strecke. So viel kann er wahrscheinlich dann gar nicht nachproduzieren, wenn es soweit ist. Mal sehen, ob da jetzt wirklich Vieh drin ist. Ach so, das sieht man ja gar nicht. Naja, schade. So, dann gib mal Gas, ne? Komm, du kannst bis zu 300 km/h fahren. Ja gut, hier lohnt sich schon fast gar nicht. Boah, geil, jetzt kommen die hier alle an. So, jetzt wird Boah, jetzt Bremen. Gibt's hier Cash, Mann. Jetzt gibt's hier Cash, Leute. Jetzt wird Bremen, Achtung. 24.000 und 74.000, nice. Und du? So kurz 19.000. Davor. Boah, das hat sich jetzt echt gelohnt hier. Und ich würde jetzt zu gerne wissen, was dieser der hier noch macht, wenn der hier ankommt. Im Sägewerk. Wo ist er denn gerade? Fliegt wahrscheinlich gerade zurück. Du bist im Gegnerflugzeug. Ah, jetzt hat, da kommt er. Bist du beladen? Jawohl, bist du. Zwar Vollgas bist du beladen. Was wartet da noch? Alter, da muss man ja echt ewig gucken. Also du hast immer genug Holz, das ist schon mal gut. Ich will zu gern wissen, was ich für die Strecke an Cash krieg. Das muss mega viel sein. Du kannst unter diesem komischen Symbolen hier oben Flugzeug aus. Kannst du sehen, was du, was deine Fahrzeuge einnehmen. Jo. Er gibt so Gas. Das war echt mal eine lohnende Investition. Oh oh. Oh nein. Kein Wunder, dass er nie ankommt. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Scheiße. Ich habe hier einen fucking Fehler gemacht. Deswegen kommt er nie an. Deswegen macht er auch so krank Verlust. Nein. Das erklärt alles. Verdammt. Hey, was ist denn hier passiert? Oh mein Gott, die haben in Vreden das Stadion abgerissen und die Einwohnerzahl hat sich halbiert. Wo? In Vreden. Das soll, glaube ich, eigentlich Pferden heißen, aber hier steht Vreden. Alter, hier ist so ein riesen braunes Feld mitten in meinen Schienen. Da, glaube ich, ist irgendwas passiert. Kann sein, dass da ein UFO gelandet ist. Ich glaube, sowas gibt's hier.
Ja, da landet schon mal ein UFO, wa? Alter, was zur Hölle? Muss ich jetzt echt die ganze Strecke nochmal überprüfen? Scheiße, ey, mich wundert ja gar nichts. Ist er jetzt bitte wieder unterwegs? Oh nein, er fährt gerade wieder zurück. Nein. Ah! Egal, ich behalte ich jetzt mal im Auge. Boah, ey, das ist so ein ganz nettes Netz hier, was ich mir aufgebaut habe. So, wie sieht's aus? Ja, du machst natürlich mega viel Verlust. Das ist mir durchaus bewusst gerade. Der Holzzug. Aber ansonsten, alles macht Gewinn. Ich bin nirgends in den roten Zahlen. 2,3 Millionen. Ich habe keine Schulden. Zwischenbilanz. Oh, ich bin schuldenfrei. 6,1 Millionen Firmenwert, unser Gegner. Ja, das ist ziemlich krass. 24 Flughäfen hat der, das ist doch abnormal. Ich komme mir noch richtig schlecht vor, ich weiß gar nicht, wo der hier... Hauptsache, ja, ich habe 1200 in seinem Londoner Flughafen warten 1000 Passagiere und 600 Postensäcke. Bei dir? Nee, bei ihm. Echt? In London. Oida. Geil, ich habe meine erste Million gemacht. 656.000. Oh, der Bodo, also da tut sich was, ne? Scheiße, irgendwas ist mit München passiert. Achso, 2700, ja, das ist ja eigentlich in Ordnung. Ich dachte, wir wären schon bei 2800 gewesen. Irgendwie muss ich, glaube ich, hier mal ein paar Straßen bauen, weil irgendwie wächst es halt überhaupt nicht. München wächst, ich glaube... Boah, Bremen baut sich ein Fußballstadion. Yeah! Ich glaube, ich weiß, warum München nicht weiter wachsen kann, weil ich keine Straßen baue für die Stadt. Kann das sein? Eigentlich auch selbst, oder nicht? Ja, sollten sie eigentlich, ne? Eigentlich ja. Aber ich probiere es jetzt mal aus. Ich schaue jetzt mal, was passiert, wenn ich selber noch ein bisschen was baue. Aber erst will ich wissen, was dieser Zug hier einnimmt. Jetzt dürfte ja hier eigentlich nichts mehr passieren. Er verbindet einfach alles mit Flughäfen. Ach, hier, Memmingen und so. Okay, so, hier sind wir. Bau jetzt mal ein paar Straßen für München und gucke, was passiert. Einfach nur so just for fun. Bauen wir hier mal ein bisschen lang. War das nicht irgendwie so, dass wenn man zu viel in der Stadt rumbaut, dass sie einem dann verbietet, andere Sachen zu bauen? Ja, richtig. Das war in der Tat so. Man darf in der Stadt darf man nicht so viel rumbasteln. Ich riskiere es aber jetzt einfach mal. Kann ich hier bauen? Oh ja. Konnte doch auch noch irgendwie hier an der Stadtverwaltung Werbekampagnen machen und sowas. Man konnte so einiges. Stechen später, glaube ich, auch, ne? Ja. So, ich darf es jetzt nicht übertreiben beim Bauen, aber ich will das unbedingt hier noch machen. Genug gebaut in der Stadt, jetzt habt ihr ein paar Straßen mehr, da sollte sich jetzt nochmal was tun. So, du kommst jetzt gleich an, endlich. Oh, was für eine mega Strecke es ist. Und wie viel Holz trägt er mit sich rum? 300 Tonnen. Okay. Mal sehen, was da jetzt passiert. Er hat aber schon lange gebraucht, das muss ich schon mal sagen. Und es sind... 148.000. Für einmal fahren. Das ist okay. Da kann ich mit leben. Da kann ich doch mit leben. So, München habe ich jetzt Straßen gebaut und zack, 2900. Geht doch. Mal sehen, ob... Also wir merken uns, was wir gebaut haben. Mal sehen, ob da jetzt dann gleich irgendwie sich mal ein Haus oder so... Ob da irgendwas passiert. Ach, ich baue jetzt noch was. Ich riskiere es einfach. Ich bin ganz ein Wilder.